Es ist mal wieder komplett übertrieben hier an der Stelle. Ein Karpfen nach dem anderen und das auf nur 9 Meter Entfernung, heißt also richtig gute Frequenz. Also raus hier mit den Brocken. Ich habe gerade schon ein bisschen getestet und bin hier mit sämtlichen, ja, beziehungsweise bin hier mit allen 3 Routen gleich aufgebaut. Relativ klein wieder, einfach nur kleine Maiskörner drauf und das Ganze hier aber wieder in einer Top-Frequenz. Das ist echt der Oberhammer. Und so nach 15 Minuten sieht es gerade aus. Einige Lederkarpfen dabei, einige Schuppenkarpfen dabei. Der größte jetzt hier gerade 21 Kilo, 18 Kilo, 14 Kilo, 11 und so weiter. Also läuft gerade schon richtig gut. Und ja, so soll das jetzt natürlich auch weitergehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns gleich einfach mal das Setup an. Also, gucken wir doch mal rein. Wir sind hier aufgebaut. Natürlich mit den ganz normalen Standard-Fortuna-Carps. Gar nichts Besonderes. Fortuna-Carp jetzt hier gerade drauf. Relativ schweres Setup, falls eben mal was Größeres reingeht. Man kann natürlich auch versuchen, hier mit kleinerem Setup hinzugehen. Das heißt, wenn man relativ frisch ist am Bernsteinsee. Aber an der Stelle ist es etwas gefährlich. Denn wenn ihr hier mit nur 14 Kilo ungefähr an Tragfähigkeit rumsteht, oder an Bremskraft oder 15 Kilo Bremskraft und dann ballert euch da so ein, wie gerade schon gesehen, 21 Kilo Karpfen rein, dann zieht er euch erstmal eine ganze Zeit leer. Vielleicht nicht komplett, wahrscheinlich wenn ihr mit der HSV unterwegs seid, habt ihr auch ausreichend Schnur drauf, weil er eben die Rolle hat halt sehr viel Schnurfassungsvermögen. Also das könnte schon ganz gut gehen, aber ihr seid damit natürlich lange beschäftigt. Müsst ihr überlegen, ist natürlich ein bisschen risikoreich oder ihr versucht es einfach nochmal mit etwas kleineren Haken. Einfach dann runtergehen, vielleicht auf einen 6er oder auf einen 4er Haken. Auch da kann es passieren, dass so ein großer Karpfen reingeht, aber vielleicht habt ihr eher Glück und es sind so die Karpfen im Bereich bis 10 Kilo ein bisschen vermehrt. Also, das ist die ganz leichte und simple Kombination. Einfach nur Muschelgrün und Muscheldip. Und das Ganze hier natürlich auf Pop-Up Rig. Und das war's schon. Und da geht's weiter. Also, ganz simpel Pop-Up Rig und gib ihm. So, gerahmter Spiegel. Hoppala, den müssen wir ein bisschen weiter werfen. Einfach so aus dem Handgelenk. Zack, 9 Meter wieder. Das ist einfach immer wieder gut. Hatte ich Futtermische drin? Anfangs nicht. Es ging also auch schon gut los ohne Futtermische. PVA braucht man hier natürlich nicht. Wir werfen hier nur auf 9 Meter. Das heißt, mal eben so aus dem Handgelenk reingeworfen. Bei mir ist das so ungefähr halb aufgeladen. Ich habe später jetzt gerade 2 Futtermischen reingemacht. Anfangs hatte ich gedacht, okay, probier mal, ob hier der Aaland gezielt zu beangeln ist. Dann habe ich also Aaland Futtermische reingemacht. Aaland Futtermische hat nicht einen Aaland gebracht. Von daher war das, ja, nice try, aber hat leider nichts gebracht. Bisher nicht ein Aaland. Aber es sind doch ganz gut noch die Karpfen reingegangen. Und was ich dann im Nachhinein noch gemacht habe, ist eine Muschelmische. So, wo haben wir sie? Muschel. Da ist sie doch. Da ist sie. Genau, Muschelmische. Also, auf gemahlene Erbse-Basis, Mais noch mit rein. Wir verwenden ja immer auch das Maiskorn. Dann ist da die Wandermuschel drin. Dann sind da gemahlene Muschelboilies mit drin. Dann sind da gemahlene Muschel, Krabbe-Muschel Soluble mit drin. Und Muschelsoße ist da mit drin. Ich überlege gerade, ob ich noch in die Krabbe reingehe. Vielleicht gehe ich nochmal in Krabbe rein. Wäre nochmal eine Möglichkeit. Aber sehr, sehr muschelig. Funktioniert richtig gut. Gerade die Soluble-Kombination. Soluble, also auflösende Muschelboilies, die dann nochmal geschreddert sind, nochmal eine größere Oberfläche haben, sich noch besser verteilen und auflösen. Das kickt halt richtig rein. Und davon hatte ich bisher neben 5-mal Aaland-Mische auch nur 5 Stück von der Mische reingemacht. Das heißt, ich baller jetzt hier einfach nochmal 2 hinterher.
einfach ein bisschen anfüttern und dann werde ich gleich so gegen, na, vielleicht so in der Mittagszeit nochmal ein bisschen was anfüttern. Also mit ein bisschen Abstand immer so ein, zwei Kugeln nochmal reinwerfen. So, läuft richtig gut. So soll das sein. Und weißt du was, wir nehmen einfach mal die Route. Und jetzt gucken wir mal, gab es nicht noch etwas in Richtung Krabbe? Aber ich glaube nicht auflösen, oder? Doch, es gibt Krabbe, aber im Boilie-Bereich nicht, ne? Doch, gibt es auch die Königskrabbe. Weißt du was, wir machen mal Königskrabbe 15. Wir gehen mal klein rein und bleiben auf dem Muschel. Muschelgrün, Königskrabbe 15. So. Einfach mal diese Fishing-Kombination nehmen und dann mal gucken, ob da was geht. Und gerade wenn man eben wieder eine hohe Frequenz haben will, wenn es ein bisschen laufen soll, zack, 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 einer nach dem anderen, 20 Fische jetzt hier schon drin in den 20 Minuten, dann eben auch kleine Boilies verwenden. Wenn man hier natürlich auf Trophies aus ist, das Ganze natürlich auch einfach testen mit großen Boilies, 20 plus, 20er, 24er Boilies, also in diesem Bereich und dann gucken, ob man dann, ja, vielleicht sogar einen 1-0er Haken verwenden, einfach ein bisschen übertreiben und gucken, ob da was Großes reingeht. Ja, wer es vom Spot noch nicht entdeckt hat oder erkannt hat, ich meine die drei Bäumchen da hinten, die sind ja immer markant, genauso wie diese kleine Landzunge hier. Wir sind auf 132, das heißt hier oben einer der beiden Top-Speed-Spots, wenn man das so sagen kann. Also für High-Speed, für hohe Frequenz, einmal hier auf 9 Meter, dann kann man hier auf 12 oder 15 Meter kann man hier gehen. Man kann hier auch auf in Richtung 20 Meter gehen, also verschiedenste Tiefen hier rein testen. Genauso wie hier direkt an der City, direkt am Anleger. Wo hier die, ja, der Holzanleger ist, da auf 15 Meter ist auch immer richtig gut. Für hohe Frequenz kann man auch immer wieder testen, ohne Futtermische. Und ja, so kann das jetzt hier gleich gerne weitergehen. Ich bin sehr gespannt, was noch geht. Ich denke mal jetzt gleich so spätestens gegen 5, 6 Uhr ballert es dann hier gleich noch richtig schön rein. Vielleicht geht auch noch ein bisschen was Seltenes rein. Aber hier mit den Lederkarpfen zum Beispiel, Lederkarpfen mit 21 Kilo, einfach nur auf Muschel, Mais. Damit bin ich doch schon super zufrieden. So, dann gucken wir, na, ist es denn wahr? Und es geht direkt los. Perfekt. Dann gucken wir nochmal, was hier geht. Ich ziehe jetzt hier nochmal ordentlich raus. Einfach ein nach dem anderen. Und hier haben wir die erste Kombi mit der Krabbe. Jawohl, gerahmter. Gerahmte bringen auch richtig gut Silber. Das heißt, wenn wir das hier ein bisschen gezielter jetzt mit der Königskrabbe hinkriegen, Muschelkrabbe in Kombi, dann wäre das doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, und es läuft weiter. So soll es sein. Also, zieht raus hier die Brocken. Petri zusammen, ihr Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, mal auf YouTube, mal auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags auf jeden Fall immer live auf Twitch. Bis dahin, Petri.